Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einer Buchvorstellung. Und zwar stelle ich euch heute dieses wundervolle Buch vor. Und zwar Kräuter der Provinz von Petra Durst-Benning. Das Ganze ist im Blavalet Verlag erschienen, hat 510 Seiten und kostet 9,99 Euro. Und war ein richtig gutes Buch, was ich sehr, sehr, sehr gerne gelesen habe. Und was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Das ganze Buch dreht sich hauptsächlich um ein Dorf im Allgäu. Und zwar Marienhof heißt das ganze Dorf. Ist so ein kleines, ca. 3000 Seelenörtchen im Allgäu. Und dieses Dorf hat ein Problem. Ein Problem, was, glaube ich, ganz viele Dörfer bei uns haben. Und was nicht nur da ist, sondern so ein allgemeines Dorfproblem. Dass eben das Dorf immer mehr ausstirbt. Die Jungen ziehen weg, ganz viele Geschäfte schließen, weil die Älteren, wenn sie dann in Rente gehen, niemanden mehr haben, der das übernimmt. Und man hat einfach Angst, dass dieses Dorf total ausstirbt. Und diese große Angst hat vor allem die Bürgermeisterin Theresa, denn sie möchte ihr Dorf gut umsorgt wissen. Das hat folgenden Grund. Bei Theresa wurde Krebs diagnostiziert. Sie muss sich einer OP und einer Chemo unterziehen. Und sie hat natürlich schon so ein bisschen auch Angst, dass sie das vielleicht gar nicht überlebt und möchte irgendwie ihr Dorf in guten Händen wissen. Das heißt, sie möchte einfach gewiss sein, dass dieses Dorf nicht untergeht und dass es denen dort weiter gut geht. Und sie macht sich da einfach sehr, sehr viele Gedanken, wie das eben weitergeht mit dem Dorf. Und eines Nachts, bei einer schlaflosen Nacht, sieht sie im Fernsehen eine Marketingfrau, die für ihre tolle Leistungen, irgendeine gute Werbekampagne war es, ausgezeichnet wird. Und Theresa sieht diese Frau und denkt, die kenne ich irgendwoher. Und als dann der Name gesagt wird, ist klar, es ist ihre Cousine. Und da beschließt dann Theresa, anhand einer List ihre Cousine in dieses Dorf zu locken. Und ihre Cousine soll doch bitte einen Plan erstellen, einen Marketingplan, wie man eben das Dorf wieder beliebter macht, wie man mehr Leben, mehr Kaufkraft in dieses Dorf bringt. Und so nimmt dann alles seinen Lauf. Ja, also vorneweg, mir hat das Buch richtig gut gefallen. Ich fand, die Autorin hat es super, super toll drauf, ganz tolle Charaktere zu erschaffen. Und auch eine Atmosphäre, die einfach Spaß macht. Ich habe mich sehr schnell sehr wohl in diesem Dorf einfach gefühlt. Ich konnte damit sehr, sehr viel anfangen. Was vielleicht auch daran lag, dass ich viele Stunden und Tage meiner Kindheit auch im Allgäu in so einem Bergdorf verbracht habe. Und entsprechend einfach weiß, wie schön das da auch sein kann. Zum anderen konnte ich mich in diese Probleme, diese Dorfbewohner haben, gut reinversetzen, weil ich selber aus einem kleinen Dorf komme. Auch ich bin aus diesem Dorf wieder weggezogen, weil einfach keine Arbeit für die jungen Leute ist, weil es also sehr, sehr schwierig immer dort ist. Und ich weiß, dass eben unsere Dörfer hier, zwar nicht im Allgäu, aber auch auf dem Land, sehr, sehr große Probleme haben, die gleichen wie hier. Deshalb fand ich vieles auch interessant, das mal zu beleuchten, denn das ist, wie gesagt, kein Einzelproblem, sondern ein allgemeines Problem. Ich fand die Charaktere, die erschaffen wurden, ich fand Theresa, wobei von der kriegt man gar nicht ganz so viel mit, weil sie dann sehr lange im Krankenhaus ist, aber auch ihre beste Freundin Christine, die Cousine, diese ganzen Dorfbewohner, Bäcker, Metzger, was man so alles auf dem Dorf hat, fand ich, waren sehr, sehr toll, sehr, sehr persönlich, ja, hat einfach Spaß gemacht, dies zu lesen und mit den Dorfbewohnern mitzuleiden, zu sehen, welche Ideen dann entwickelt werden und welche Kraft dann manchmal auch eine Gemeinschaft hat und wie schön es manchmal vielleicht auch auf dem Dorf ist, einfach die positiven Seiten zu beleuchten, dass man eigentlich nicht wirklich alleine ist, dass sich jemand um dich kümmert, dass du da nicht einer von vielen bist und untergeht, sondern dass man da einfach eine schöne Gemeinschaft hat. Und einen tollen Zusammenhalt. Ja. Das waren so die Aspekte, die mir richtig gut gefallen haben. Ein richtiges Wohlfühlbuch, in dem es einfach auch ganz, ganz viel um Essen, um Wohlfühlen geht. Auch ein bisschen um Nachhaltigkeit vielleicht. So zu überlegen, wo hole ich meine Sachen. Also all das sind Aspekte, die die Autorin richtig toll beleuchtet. Und deshalb hat es mir richtig gut gefallen.
was ich an dem Buch auch noch ganz toll finde. Also man lernt eben ganz viele Dorfbewohner kennen und was sie so machen. Und hier hinten dann, die letzten 10 Seiten, sind dann so Genießertipps. Und dann ist eben von jeder Protagonistin, von jedem Protagonist, der da eine Rolle spielt und was mit Essen zu tun hat, sind dann die Rezepte, die auch erwähnt werden. Ja, das finde ich richtig toll. Und zwar gibt es Christine, die beste Freundin, die macht Salze. Jessie, da sind so Säfte und Cocktails dann. Von Sam, der übrigens der Koch im Restaurant von Theresa ist, gibt es dann auch noch Rezepte. Und ich glaube, vom Metzger ist noch was drin. Also auch das finde ich eine sehr, sehr schöne Idee und baut nochmal so ein bisschen Zug auf. Da mir dieses Buch so gut gefallen hat, habe ich auch mal geschaut, was die Autorin noch so hat. Eigentlich schreibt sie überwiegend historische Romane. Das war ihr erster nicht-historischer Roman. Ich habe jetzt aber gesehen, Um Marienhof, das wird auf jeden Fall ein Dreiteiler. Also der zweite Teil spielt dann an Weihnachten mit einem Weihnachtsmarkt, glaube ich. Der erscheint im September und der dritte Teil erscheint nächstes Jahr. Und ich werde mir auf jeden Fall die nächsten Teile anschauen, weil mir hat es richtig gut gefallen. Was man vielleicht wissen sollte, es sind jetzt nicht unbedingt die jungen Protagonisten, sondern es geht um starke Frauen auch sehr, sehr viel. Unsere Frauen sind alle so um die 40 bis 50, also die Hauptprotagonisten, es sind noch ein, zwei jüngere Darsteller dabei. Aber der Hauptding ist eben ein bisschen ältere, reifere Frauen, aber auch das ist immer schön zu lesen, weil die vielleicht straighter ihren Weg gehen, anders reagieren. Und ja, eine absolute Empfehlung von mir, wenn ihr sowas mögt, wenn ihr mal euch gerne fallen lassen wollt, wenn ihr es idyllisch haben wollt, dann schaut euch auf jeden Fall dieses Buch näher an. Das war's dann von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.